Und da eine Frage, die den einen oder anderen vielleicht beschäftigt, ist, das finden wir unter anderem beim berlinerkurier.de, können wir kurz mal zeigen. Und auch sowas würde ich nur heute vorlesen, was da oben steht. Wobei ich wage noch nicht mal es vorzulesen, aber so heißt halt ein Artikel. Es geht um die Frage, wie benutzt man Toilettenpapier? Also ich weiß das, aber es ist so, dass 70% der Deutschen und mehr Männer als Frauen ihr Papier falten, bevor sie es benutzen. Ich nehme jetzt mal eine unrealistische Menge, weil irgendwie habe ich sonst den Eindruck, jeder weiß, wie viel Toilettenpapier ich benutze. Also diese unrealistische Menge, die das jetzt aber auch wahnsinnig kompliziert macht, die würde gefalten werden, gefaltet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass... Also ohne, dass ich da meine eigenen Präferenzen, das ist mir sehr unangenehm gerade, kommt mit mir aufs Klo. Man würde es jetzt falten, damit kann ja nur sowas gemeint sein. Das ja, machen genau. 70% und bei den 30- bis 69-Jährigen ist diese Technik besonders beliebt. Der typische Falter, der ist studiert, trifft auf mich zu, verheiratet, trifft nicht zu und wohnt meist in kleinen bis mittelgroßen Städten, trifft zu, mehr oder weniger, und hat eine Cebasoft-Umfrage ergeben. So, 37,6 Millionen Haushalte in Deutschland kaufen zwischen, naja, das ist eigentlich uninteressant, denn wir wollen wissen, was machen die, die nicht falten? Knüllen. Sie knüllen. Und das halte ich für eine sehr riskante Angelegenheit. Es wäre mir, da kann mal der Finger durchrutschen durch irgendwie und dann... Durch eine Knüll... Und dann hast du den, Falte. Ich meine, wer es mag, aber finde ich eher, also ich würde ich beim Falten... Ich habe mal gehört, dass in Amerika das Knüllen weiter verbreitet ist als das Falten. Ja, stimmt. Bietet es Vorteile? Knüllt hier jemand im Kollegium? Die meisten sind auch Knülle gerade. Gut, keiner möchte sich dazu äußern. Es gibt noch eine dritte Gruppe. Die macht nämlich, das sind vor allem Ältere. Die reißen Papiere ab, ich weiß nicht wie viele, legen sie übereinander. Das kann man ja machen, während man noch beschäftigt ist. Ich habe in dem Moment immer Handy oder Tablet in der Hand. Die werden übrigens tatsächlich, das ist kein Witz, Tablet-Hersteller kalkulieren die Tablet-Nutzung auf der Toilette mit ein. In der, wenn sie schlau sind, ja. In der Handhabe. Nein, das ist wirklich so. Das ist ja nicht wenig Zeit. Ja. Sowas denke ich mir nicht aus. Teilweise. So, die legen die also übereinander und vielleicht gibt es noch so eine Untergruppe, die knüllt. Aber ja. Das wird dann sehr klein. Da muss man schon treffsicher sein. Das wäre eine reine Untergruppe. Ne? So. Da machen wir uns nichts vor. So, und typische Knüller sind viel seltener, nämlich nur 7,4%, Entschuldigung, ebenfalls meist männlich, im Schnitt zwischen 30 und 49 Jahre alt und sind besser Versorger, Verdiener. Vielleicht auch besser Entsorger, das wissen wir nicht genau an dieser Stelle. Ein Problem bei der Toilette ist natürlich auch, wenn sie verstopft ist, da gibt es auch Hilfe aus Japan. Die Japaner kümmern sich ja aufopferungsvoll um das stille Örtchen. Und hier sehen wir mal einen kleinen Film, wie man ein verstopftes Klo auch reinigen kann. Keine Sorge, das hier ist eine sogenannte Ersatzflüssigkeit. So ist dann die Schüssel wieder sauber, ist quasi ein aufklebbarer Saugpümpel. Heißt es Pümpel auch bei euch? Pümpel, ja. Pümpel.
Wenn das mal nicht klappt, muss ich ja irgendwann das Ding wieder abnehmen. Kommt mir dann nicht alles... Ich meine, wenn es Ersatzflüssigkeit ist... Nein, das passiert nicht. Aber welcher Idiot verstopft sich eigentlich mit Ersatzflüssigkeit sein Klo? Es gibt neben den Knüllern... Hersteller. Und, die heißen in Werbung heißen die immer Hersteller. Das sind reine Hersteller. Und ich lasse mir Weihnachten hier von niemandem kaputt machen. Neben den Knüllern und den Faltern gibt es noch tatsächlich die Wickler. Das sind jüngere Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Die wickeln sich das Klopapier um die rechte Hand... Und mit der linken, nein, ich weiß es nicht. Ich habe es vielleicht auch missverstanden, aber es gibt vielfältige Möglichkeiten, das in irgendeiner interessant Form. Wie macht das ein Sechsjähriger, möchtet ihr mir gerade mitteilen? So. So. Also ein ziemlich hoher Durchsatz an Toilettenpapier. Ja, sehr. Eine Rolle am Tag. Warum? Pro Person. Weil er es nicht sonst, weil er es toll findet, keine Irre. Ahnung. Ja. Wir machen jetzt ein bisschen Popmusik. Ich mache hier gar nichts. Lassen das Ganze noch ein bisschen sacken. Das will ich mal klarstellen. Und sind dann gleich wieder für euch da.